Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt mal wieder Thema MB-Truck. Wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen was ausgebaut. Sitzkonsole ist draußen. Sieht man auch mal, die kann ich gleich mal ein bisschen reinigen. Jetzt draußen habe, den Sitz muss ich reinigen. Ja, eigentlich würde ich den Sitz mal gerne komplett auseinandernehmen, das hatte ich schon mal gemacht, aber der quietscht ja immer noch an einer Ecke. Irgendwann kommt mal ein Luftfedersitz hier rein. Noch ein bisschen sparen, dann funktioniert das. Ja, warum habe ich einen Sitz ausgebaut? Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich mir einen Mulcher zulegen will. Und ich will jetzt mal einen 2,20er Mulcher, also 2,20 Meter Mulcher mit hydraulischer Seitenverschiebung mir ausleihen und den ausprobieren. Braucht der 1000er Zapfwelle. Jetzt ist es so, dass ich hier ja den Hebel habe, habe auch den Deckel, kann aber den Hebel nicht hoch machen. Das liegt jetzt da dran. Ihr müsst jetzt eigentlich sehen, da ist eine Schraube reingedreht, die ist aber so reingedreht, dass man sie nicht rausdrehen kann. 13er Schraube, sieht mir aus wie eine Sperre. Jetzt habe ich das Forum schon mal angeschrieben. Ob denn das Absicht ist oder warum das da drin ist, und ich weiß auch nicht so richtig, wie der Hebel abgeht. Ich habe hier mal alles ein bisschen sauber gemacht. Ich schraube jetzt die Schraube erstmal wieder rein und wir machen jetzt weiter mit hier sauber machen, schön trocken machen und dann nochmal Anti-Rost drauf, also sprich Grundierung, weil ich hatte ja gesagt, ich möchte hier auf den Fußboden komplett. Habe ich mir die Farbe geholt, RAL, im RAL-Ton, in dem passenden RAL-Ton, Kieselgrau mit Strukturlack. Den probiere ich aber auch erstmal aus auf dem anderen Blech, auf dem Blankoblech, wie der wirkt, wenn ich den streiche. Aber nichtsdestotrotz, hier sieht man, kommt schon wieder ein bisschen Rost durch, das wird jetzt alles mal ein bisschen sauber gemacht. Und dann kommt hier schon mal auf jeden Fall eine Schicht, wenn wir noch was da haben, Grundierung drauf, Rostschutz, Rostschutzgrund, damit da wieder mal ein bisschen Ruhe ist. Und wie gesagt, dieser Strukturlack, denke ich mal, der wird es auf jeden Fall bringen. Ja, ich hoffe einmal noch, wenn ich jetzt noch eine Schicht Lack drauf mache, noch mal Strukturlack, dann einen ordentlichen Teppichboden drauf lege, dass dann halt das hier aufhört. Hier sammelt sich halt immer Wasser. Wenn ich hier nur diese Dinger drin habe, die Gummiteile, sieht man hier jetzt schon, es war die letzten Tage nicht nass. Aber hier sieht man, das Wasser hatte sich schon unten drunter gesammelt. Und ich habe halt keine Lust darauf, dass mir hier die Ecke wieder durchrostet, weil das war ja auch so eine Ecke, wo ich ihn gekauft habe, die komplett weggegammelt war. Inklusive dem Sitzblech und. Aber hier, das war auch echt eine nicht so schöne Ecke. Ja, wenn ihr was wisst mit dieser Zapfwelle, warum das so ist, ich schraube die jetzt, wie gesagt, erstmal wieder fest. Könnt ihr mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Oder es war eine Zusatzausstattung und der Hebel wurde immer verbaut und die Schraube wurde dann reingemacht, damit es gesperrt ist. Naja, wenn jemand was weiß, schreibt es mir einfach unten rein. Jo, doch alles richtig. Und zwar, das ist das Plättchen, was da dran geschraubt war. Und jetzt sieht man, das ist halt alles. Ich glaube, diese Zapfwelle wurde in ihrem Leben noch nie umgeschaltet, weil die, ja, glaube ich auch noch nie vorher, bevor ich sie hatte, war ja eh alles abgebaut. Die Zapfwelle nach hinten der Lagerblock war abgebaut. Ich denke mir, das reinige ich, weil das ist eine Rasterstellung für, da ist eine Kugel in dem Hebel. Und die Kugel in dem Hebel, die macht halt die Rasterstellung aus. Und ich denke mal, dadurch, dass das alles so dreckig ist, das machen wir jetzt erstmal schön sauber. Da sieht man jetzt die Kugel hier. Die mache ich auch mal schön sauber. Da an meiner Fingerspitze. Die mache ich auch mal schön sauber. Macht das alles ein bisschen gangbar. Und dann sollte das Ganze
auch funktionieren. Weil jetzt, ich kann umschalten, aber jetzt fällt halt der Hebel immer runter. Der hat halt keinen Widerstand. So ein bisschen Gefühl. Runter und eben hatte ich dann, ich glaube nach oben ist 540, nach unten ist 1000er Zapfwelle. Jetzt ist er oben drin, lässt sich auch erst rein schalten. Ich mache das mal alles ein bisschen sauber, baue es wieder zusammen und melde mich dann nochmal. Alter Verwalter, mal eben schnell, ne? Klappt wohl nicht. Also, ich habe das jetzt alles sauber gemacht, wieder alles zusammengefummelt. Das ist eine ganz schöne Fummelage, die Kugel da wieder reinzukriegen. Es hemmt immer noch ein bisschen. Jetzt mache ich es aber erstmal so, ich habe gesehen, diese Schraube, die ich da rausgeholt habe, aus dem oberen Halter, das ist also ein Halter mit das ist ein Halter mit zwei Vertiefungen drin. Und ich denke mal, weil das halt nicht oft benutzt wurde, geht das halt noch recht straff. Es geht jetzt. Man muss aufpassen, wenn man es ganz hoch zieht, dann blockiert es manchmal. Ich glaube aber, ich nehme das Blech nochmal raus und mache an diese Vertiefungen einfach die Gradzahl ein bisschen höher, sage ich jetzt einfach mal, dass es halt ein bisschen mehr flutscht. Darf natürlich auch nicht so viel sein, dass es automatisch runterfällt, weil durch das Gewicht des Hebels kann das schon passieren. Jetzt baue ich mir erstmal hier eine 8er Schraube. Die mache ich mir jetzt ein bisschen kürzer. Und wenn ich die kürzer mache, oder weil ich die kürzer mache, mache ich da vorher eine Mutter drauf. Erstens kann man die dann abdrehen und man hat sich das Gewinde nicht versaut. Zweitens hat man einen guten Anhaltspunkt, wo man sägen muss. Perfekt. So, wenn ich jetzt wie gesagt das einfach so gemacht hätte, hätte ich mir das Gewinde versaut. Das habe ich jetzt zwar auch, aber indem ich jetzt die Schraube abdrehe, ist das Thema hinfällig. So, aufpassen. Könnte alles ein bisschen schwer sein. So, Test. Geht wie Butter. Das ist jetzt meine obere Halterschraube. Und jetzt baue ich doch den Halter nochmal ab und zeige euch gleich nochmal, wie das Ding aussieht. Ich sehe wieder aus, meine Fresse. So, ihr seht es jetzt hier. Das ist die obere Stellung, 540. Das ist die untere, 1000. Von unten nach oben flutscht das Teil perfekt. Von oben nach unten nicht. Und ich glaube, das liegt hier an den zwei ausgearbeiteten Ecken. Ich gehe mal stark davon aus. Also von unten nach oben geht es gut. Und hier ist ein kleiner Grat drauf und ich denke mir, der ist schon ausschlaggebend dafür, dass die Kugel sich hemmt. Ich bearbeite das jetzt ganz ein bisschen hiermit und dann schauen wir mal, was das bringt. Sieht das mal nach eben schnell aus? ja, 2 Stunden sind schon mal dahin. Ich versuche jetzt, euch das mal zu zeigen, was das Problem ist. Also, nach der kleinen Bearbeitung sieht das so aus. So. Also, nach der kleinen Bearbeitung sieht das so aus, dass sich das wieder super schalten lässt. Das zeige ich euch jetzt mal. Hoch, runter, hoch, runter. Rastet oben ein. Perfekt. Alles Taco. Jetzt seht ihr aber hier oben, da fehlt was. Und da ist das Gewinde so dermaßen im Arsch. Oh, hier ist auch gut. Hier sehe ich gerade noch was. Dass wir da jetzt mal versuchen, einen Gewindeschneider noch irgendwas zu retten. Natürlich auch richtig viel Platz hier, ist ja klar, aber versuchen kann man es ja mal.
Ja, ihr steht mir ein bisschen im Weg. Ich gucke dann mal. Ich sag euch Bescheid, was dabei rausgekommen ist. Jo, Leute. Mal eben schnell. Gewinde nachgeschnitten, schon funktioniert's. Ich musste jetzt oben ein paar dicke Unterlegscheiben nehmen, weil ich nicht wollte, dass die Schraube da zu lang ist und irgendwas an dem Gehäuse sprengt. Aber oben die Schraube fest. Ich mal hier euch die Lampe hin. Und also, wenn ihr jetzt guckt, 1500 Umdrehungen hält und lässt sich ausschalten, und das lässt sich hinterher ausschalten, wenn hier oben nur noch dieser kleine Durchgriff ist. Ich glaube, ich kann ein bisschen Reinigung brauchen. Ja, so ist das jetzt. Zapfwellenumschaltung funktioniert. Lassen das Ganze jetzt nochmal laufen und testen das. Ich will nur nochmal gucken, weil dann wird das heute mit der Farbe, glaube ich, doch nichts mehr. Ich muss nämlich morgen auch wieder Wasser fahren, wenn ich jetzt Farbe da rein mache. Ja, weiß auch nicht. Dann mal schnell in die Flasche schauen, wie spät es ist. Ja, ich gucke immer in die Flasche. Ich habe jetzt noch eine Biene verschluckt. Also nur halb, habe es dann ausgespuckt. Prost an alle. Muss halt was gegen die Dehydration tun. Und ein Radler, super isotonisches Getränk. Ja, genau, ich wollte eigentlich jetzt hier die Flasche mal kurz hier hinstellen. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Mache hier mal Zündung on. Ups. Ja, Gang sollte man rausmachen. Dann könnte man auch starten. Zapfwellenkupplung. Zapfwelle nach hinten. Ja, eigentlich zugemacht. Gottes Willen, ohne Sitz. So, jetzt ist sie unten. Jetzt ist sie unten. Jetzt geben wir aber noch ein bisschen Gas. Thank you.
würde mal sagen, unten ist 540. Und eben war dann schon die 1000 drinnen. Das sind 1000. Ach, okay. Jawohl. So ist aus. So ist 1000. Unten ging es ja vorher gar nicht. Vielleicht doch, wenn du von 1000 auf 500 schaltest, wahrscheinlich ja besser am Stillstand schalten, auf jeden Fall. Besser im Stillstand schalten, muss mir auch nicht während der Fahrt schalten. Also unten ist jetzt langsame Umdrehung. Ich würde aber fast vermuten, dass dann schon immer die schnelle Umdrehung dran war. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben. Ihr habt ja mehr Erfahrung, wie schnell sich so eine Welle dreht. Genau, ja, also. Das war's. Zapfwellenumschaltung funktioniert wieder. Hier ist alles schön auseinandergebaut. Ich mache jetzt nur eins. Ich klicke jetzt noch den Türdämpfer rein, damit das wieder auf der Seite funktioniert. Da habe ich schon längere Zeit. Hatte ich da einen Defekt? Ich habe einen Händler meines Vertrauens bestellt. Auch wieder mit den passenden Kugelköpfen. Da hat man natürlich dann alles auch dabei. Das war nicht so tragisch. So einen Kugelkopf kann man immer mal gebrauchen. Ja, ist eigentlich Plug and Play hier. Hier hinten. Handschrauben. Hier vorne. Handschrauben. Schon schön einmal mit den Dreckpfoten oder angepackt. Aber ist egal. So, hier geht dann. Das ist Klammerung. Raus. Dann kann man das Kugelgelenk rausmachen. Das gleiche gilt hier. Klammerung auf, zack. Kugelgelenk raus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir beides haben können. Nee. So rum. Wichtig ist, dünne Stange nach hinten. Dicke Stange nach vorne. Und jetzt, hier kommt natürlich noch mal ein bisschen Farbe drüber, aber